2014 hielt ich das erste Mal eine Kamera in der Hand. Von diesem Zeitpunkt an hat mich das Filmen und die Fotografie immer mehr interessiert. Ich konnte nicht aufhören, im Internet nach Content zu suchen, der mich interessiert, der mich voranbringt, der mich verbessert. Vor gut 6 Monaten habe ich mich dazu entschieden, meinen eigenen Kanal zu erstellen, um mein Wissen in der Fotografie und im Filmmaking weiterzugeben. Und genau deshalb stelle ich euch heute mein neues YouTube-Studio vor. Okay, ich hoffe, euch geht es allen gut. Vorweg, ich wünsche euch allen ein schönes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht ins Jahr 2022. Und ja, es ist verrückt, dass wir schon wieder 2022 haben. So, nochmal für all diejenigen, die jetzt das Video angeklickt haben und mich noch nicht kennen. Mein Name ist Tobi, ich bin 29 Jahre alt, bin seit fast 10 Jahren am Filmen und Fotografieren, immer mit im Hintergrund die cinematische Seite der ganzen Geschichte. Ich helfe meiner Freundin dabei, ihre Instagram-Seite zu führen mit fast 53.000 Followern. Also auch bei Instagram bin ich nebenbei sehr aktiv als schwarzes Schaf im Hintergrund, sage ich jetzt mal. Und nebenbei betreibe ich diesen YouTube-Kanal hier noch, um euch zum Beispiel beizubringen, wie ihr bessere Videos erstellen könnt, wie ihr in Photoshop besser eure Bilder manipulieren könnt, damit es ein richtiger Banger ist bei Instagram. Und wie ihr zum Beispiel in Premiere eine Speedramp erstellt oder die Audiospur einfach ein bisschen verbessert, wenn ihr zum Beispiel mal ein Interview für einen Kunden aufnehmen wollt. Und dieses Jahr, beziehungsweise dieses Jahr will ich damit starten, euch mein neues Studio, beziehungsweise den Umbau des Studios so ein bisschen zu zeigen, was ich hier gemacht und getan habe, damit das alles jetzt so aussieht, wie es aussieht. Was halt noch fehlt, ist ein Bild, aber das kommt, das ist auf dem Weg. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, was für ein Bild es ist, abonniert auf jeden Fall jetzt schon mal den Kanal. Fangen wir mit dem Wichtigsten an, und zwar der Kamera. Das ist in meinem Fall die Sony A7 Mark III, mit der ich mich in einem CineSealog-Profil filme. Das sieht ungegradet ungefähr so aus. Und ja, wenn ich dann mit der ganzen Bearbeitung und in Premiere durch bin und das Bild gegradet habe, sieht es halt wieder so aus. Ich finde, das Ergebnis ist sehr schön anzusehen. Wenn ihr wissen wollt, wie ich das mache, könnt ihr auf das Video hier oben klicken. Da habe ich euch das nochmal ein bisschen detaillierter erklärt, wie ich meine Videos colorgrade. Auf der Kamera obendrauf sitzt mein Monitor, also ein externer Field-Monitor, weil die Kamera noch kein Klappdisplay hat, was ein bisschen ärgerlich ist. Aber ich sehe es auch noch nicht ein, 2.500 Euro für eine Sony A7 Mark IV auszugeben. Deswegen sitzt obendrauf der DeathView R6. Das ist ein Full-HD externer Monitor, der einfach nur dafür sorgt, dass ich mich hier selber in der Kamera bzw. mich selber sehen kann, um das Bild zu kontrollieren. Er hat Focus-Peaking, er hat eine Zebra-Anzeige, ein Histogramm und er verfügt einfach im Großen und Ganzen über all die Basic-Sachen, die man braucht, um sich selber vernünftig zu sehen bzw. um selber ordentlich zu filmen. Auch für B-Roll nutze ich den Monitor sehr viel, da er mir einfach einen detaillierteren Überblick über das Bild, was ich aufnehme, gibt. Und von daher ist er wunderbar. Eine gute Audioqualität ist natürlich auch immer sehr wichtig. Da nutze ich in dem Fall den Zoom H4n plus ein Rode NTG 4 Plus. Das hängt hier oben. Ist relativ nah an meinem Mund dran und von oben wird es angerichtet, einfach nur um Schmatzlaute und so weiter zu reduzieren. Was ich hier in Zukunft auf jeden Fall noch machen werde, ist Soundblankets, also Sound oder irgendwelche Decken aufhängen, um diesen Hall, den ich hier definitiv im Raum habe, ein bisschen zu reduzieren. Außerdem bearbeite ich dann in der Post-Production nochmal meine Audiospur. Es klingt dann unbearbeitet ungefähr so. So ist die Audioqualität, wenn ich die ganze Spur noch nicht bearbeitet habe. Auch dazu habe ich euch nochmal ein Video hier oben verlinkt, wie ich die Audiospur in meinen Videos bearbeite. Und so klingt sie dann halt wieder bearbeitet, die ganze Geschichte. Ich finde, es ist ausreichend. Wie gesagt, was noch stört, ist auf jeden Fall der Hall hier in dem ganzen Raum. Da werden hier in der Zukunft noch Isolatoren und so weiter und Schallabsorber aufgehangen, um dieses Ganze, um die ganze Akustik in dem Raum einfach zu verbessern. Eins will ich da vorweg noch mal kurz zu dem ganzen Thema Equipment sagen. Was ich hier benutze, ist natürlich schon relativ hochwertig alles und es ist mir durchaus bewusst, dass ich großes Glück habe, so gutes Equipment mittlerweile zu besitzen. Das kam bei mir auch nicht von heute auf morgen, dass ich zum Beispiel so eine Linse wie ein G-Master 70-200 besitze oder einen Sigma 24-70, sondern das habe ich mir auch alles nach und nach zusammengekauft. Und bitte seid euch dessen bewusst, dass das hier eine Sammlung, was ich an Equipment habe, über die letzten 5 bis 10 Jahre ist und ich da auch sehr lange zum Teil drauf gespart habe, um mir das kaufen zu können.
Und jetzt geht's weiter mit den Lampen. Ein Full-HD-Bild kann genauso gut aussehen wie ein 4K-Bild, wenn das Full-HD-Bild ordentlich ausgeleuchtet ist. Und genau darüber oder über das Thema Licht und Ausleuchtung habe ich mir, ich glaube, stundenlang Videos angeguckt, wie man das optimiert und bestmöglich macht. Und zum Schluss bin ich bei diesem Setting jetzt hier gelandet, was mir sehr gut gefällt. Das sind im Großen und Ganzen zwei Godox SL60W Lampen mit einer 120er Octa-Box hier vorne links, die mir diese große Lichtquelle gibt. Und hier oben rechts habe ich nochmal eine 90er Octa-Box mit Grid, um einfach das Licht ein bisschen zu zentralisieren, um ein schönes Rimlight oder Hairlight, wie man es auch immer nennen möchte, zu haben. Also von daher ist Licht schon mal sehr essentiell wichtig. Hier über mir hängt dann noch eine kleine Aperture LED-Einheit mit einer blauen Folie einfach davor, um die Silhouette hier hinter mir zu erstellen, was das ganze Große schon sehr gut hier ausleuchtet. Und ich würde jedem von euch empfehlen, nehmt lieber ein bisschen mehr Geld bei dem Thema Licht und Audioqualität in der Hand, als bei der Thematik Kamera bzw. Objektive. Also eine gute Kamera, versteht mich da bitte nicht falsch, eine gute Kamera und ein gutes Objektiv ist natürlich essentiell wichtig, um eine gute Bildqualität zu haben. Aber mindestens genauso wichtig ist auf jeden Fall das Licht. Denn wenn ihr euch gut ausleuchtet, könnt ihr auch ein Full-HD-Bild einfach so gut gestalten bzw. so brillant aussehen lassen, dass es kaum einem auffällt. Nun nochmal zu den Godox SL60W. Ich habe die hier über so eine kleine Einheit, kann ich die hier fernsteuern, was sehr cool ist zum Beispiel, weil an die eine Lampe, die unter der Decke hängt, komme ich immer nicht so gut ran. Von daher ist es so um einiges angenehmer, einfach die Lampe zu steuern, genauso wie ich hier drüber die Empfindlichkeit steuern kann. Also ich kann die Lampe in der Helligkeit regulieren, hoch und runter stellen, was sehr gut funktioniert. Außerdem kann ich die Einheiten über die Valimec-Stative, die ich hier habe, einfach im ganzen Raum verteilen. Wie gesagt, eine habe ich mir hier unter die Decke geschraubt, was wunderbar ist und wunderbar auch hält. Und die andere steht hier auf einem Valimec-Stativ, damit ich den Raum auch noch anderweitig nutzen kann und nicht nur als YouTube-Studio. Einer der meistgenannten Kritikpunkte für die Godox SL60W ist, dass die Lüfter relativ laut sind, wodurch man immer so ein leichtes Rauschen hat. Das klingt ungefähr so. Ich finde, das ist vollkommen akzeptabel, dadurch, dass ich es einfach in der Post-Production rausfiltern kann mit einem ganz einfachen Tool bzw. mit zwei Klicks, hört man das Rauschen dann auch nicht mehr. Und für 80 Euro bei eBay Kleinanzeigen kann man da einfach absolut nichts sagen. Wenn ich das vergleiche mit zum Beispiel dem Aperture 120D, wo man dann mit einem Dome dazu bereits bei fast 800, 900 Euro liegt, kann man hier auf jeden Fall jede Menge Geld sparen und hat eine super gute Lichteinheit. Sie sind über eine Fernbedienung steuerbar, was ich ja gerade schon gezeigt habe. Man kann sie koppeln, dass sie gleichzeitig funktionieren und sie sind dimmbar bzw. in der Kelvinzahl sogar einstellbar. Also von daher ist das Godox-System meiner Meinung nach für sämtliche YouTuber vollkommen ausreichend. Ja, hier hinter mir steht dann noch der Ronin SC2. Das war ein Gimbal, mit dem ich hier, wenn ich Videos aufnehme, mit dem Gimbal eigentlich zusammenarbeite. Bin damit auch sehr zufrieden, gerade für Reels und so weiter ist er vollkommen ausreichend. Es hängt aber auch damit zusammen, dass die Sony A7 Mark III keine so schwere Kamera ist wie zum Beispiel eine Canon 1DX Mark II. Die wiegt ja schon ein bisschen mehr. Dafür hätte ich dann wahrscheinlich auch den größeren Bruder von dem Gerät hier genommen. Ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Er ist klein, handlich, kompakt, super schnell einsatzbereit und mit so einer Quick-Release-Platte, wie ich sie hier oben drauf habe, kann ich ihn auch super schnell einfach konfigurieren und quasi die Kamera draufsetzen und loslaufen. Außerdem funktioniert der Ronin auch sehr gut, wenn ich die Kamera horizontal draufstelle, um zum Beispiel Reels aufzunehmen für Jasmins Instagram-Account. Ist ja immer ganz interessant und wichtig. Dafür nutze ich ihn fast am meisten eigentlich, um Reels aufzunehmen, um flüssige und smooth bewegte Aufnahmen von Jasmin und ihrem Pferd in dem Fall zu machen oder so. Ist ein cooles Teil, gefällt mir sehr gut, gerade weil er so klein und kompakt ist. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ja, dann habe ich hier hinter mir in meinem Regal noch verschiedene alte Vintage-Kameras. Die sind zum Teil von meiner Mutter, ein kleines Erbe, was ich da schon vorzeitig erhalten habe. Freue ich mich immer drüber drauf. Ist eine schöne Geschichte, so eine kleine Kamerasammlung zu haben. Ich überlege, wo ich die nochmal ein bisschen präsenter hinstellen kann, damit sie hier so im Hintergrund immer stehen. Und ja, auf der Seite vom Regal habe ich dann noch meine ganzen Accessories, die ich für die Kamera hier benutze. Darüber habe ich schon ein ganzes Video genutzt, verlinke ich euch hier oben nochmal. Mit Accessories, die ich für die Kamera nutze oder für den Monitor, für Lampen und so weiter. Da stehen meine geladenen Akkus, ist ja auch so ein Thema immer für sich, dass man immer genug geladenen Akkus hat und so weiter. Apropos Akkus, hier unter der Lampe steht mein
komplettes Setting an Chargern. Das heißt, ich kann da meine Sony Z-Akkus laden, ich kann meine Akkus für den Monitor und für die Lampe hier laden und so weiter. Von daher ist hier unten die komplette Batterie an Ladegeräten. Ja, das war's dann eigentlich schon so im Großen und Ganzen. Mehr habe ich hier hinter mir nicht. Es reicht auch vollkommen aus. Ich habe dann hier in der Ecke noch ein Regal, wo noch ein Slider steht und wo ein bisschen Duct Tape ist und so weiter. Das war's dann aber auch schon. Also nur noch wirklich Kleinigkeiten. Wie gesagt, dann habe ich hier noch mein Sony 70 bis 200 mm, was hier mit im Raum steht, was ich sehr viel für B-Roll nutze, um schöne B-Roll-Aufnahmen zu nehmen. Auch viele von den B-Roll-Sequenzen, die ihr jetzt hier in diesem Video gesehen habt, sind damit entstanden. Und jetzt würde ich sagen, gebt dem Video einfach mal einen Daumen nach oben und schreibt mir gerne eure Meinung zu diesem neuen Setting, wie euch das so gefällt, unten in die Kommentare. Ich bin da wirklich auf euer Feedback gespannt. Wenn ihr mehr in Richtung cinematische Videos und so weiter sehen wollt, abonniert den Kanal und Peace. Wir sehen uns dann nächsten Sonntag um 18 Uhr in einem weiteren Video. Macht's gut, bis dahin wünsche ich euch noch schöne Tage. Tschüss.